Guten Morgen, ich grüße euch hier zum Wetter an diesem Dienstag. Mit über 200 Millimeter oder Liter auf den Quadratmeter Regen binnen 48 Stunden kommt das europäische Modell daher und das dann im Süden NRWs. Es droht Hochwasser am Rhein, landunter in der Eifel, im Hunsrück und auch in Richtung Westerwald. Wir gehen heute nochmal sämtliche Karten durch und auch Modellrechnungen. Wie zieht der Regen? Wo kommt am meisten voraussichtlich runter? Und auch die anderen Schwerpunkte Gewitter, Starkregen, Sturmböen werden ein Thema sein. Ich grüße euch zum Wetter an diesem Dienstag. Nochmal grob für den Überblick die Großwetterlage mit dem Höhentief in der südlichen Mitte Deutschlands. Auf der einen Seite kommt die warme Luft nach Norden gezogen. Die ist nicht nur warm, sondern eben auch mit sehr viel Feuchtigkeit angereichert. Eben vom Mittelmeerraum. Auf der anderen Seite kommt die kühlere Luft nach Süden gezogen. Und ihr müsst euch vorstellen, da passiert im Prinzip Folgendes. Diese warme Luft ist eine große Badewanne, da passt ganz viel Wasser rein. Und diese große Badewanne mit diesem ganzen Wasser saust dann auf der anderen Seite des Tiefs in die Kaltluft und wird dort quasi zusammengepresst, als ob man das ganze Wasservolumen aus der Badewanne versucht, in ein Waschbecken zu knallen. Das funktioniert natürlich nicht. Die Luft ist irgendwann gesättigt und alles an Überschuss regnet dann eben ab. Und so sieht es dann aus, wenn wir mal auf die Karte gehen in 1500 Metern Höhe. Wir haben hier einmal über dem Osten und dem Norden die Warmluft, die da ankommt. Auf der anderen Seite eben von Frankreich rein Richtung Baden-Württemberg die kühlere Luft. Und das wird die ganze Zeit gerührt. Und dementsprechend läuft dann hier auch nochmal eine sogenannte Luftmassengrenze zusammen, wo dann der Nordwind gegen die andere Seite des Tiefs prallt. Das wird in etwa hier der Fall sein, vom Süden NRWs rüber in Richtung Göttingen. Und da passiert dann eben auch am meisten, denn hier wird die gesamte Feuchtigkeit eben gegen A Mittelgebirge gedrückt und auch gegen diese Luftmassengrenze gedrückt. Und da gibt es dann eben den teils ergiebigen Regen. Am Donnerstag sieht es dann ähnlich aus. Gleichwohl man sagen muss, es könnte durchaus sein, ist noch ein bisschen mit Unsicherheiten behaftet, dass diese Hauptregenzone weiter nach Westen wandert und es dann aufhört. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite würde es dann im Süden Richtung Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland anfangen, kräftig zu regnen. Der nordrhein-westfälische Raum wäre dann aber wohl aus dem Schneider nach dem jetzigen Stand. Die Warnkarte im Überblick. Ich habe es etwas gröber gefasst, aus folgenden Gründen. Der rote Bereich hier ist vor allem dann morgen am Mittwoch interessant in Sachen Gewitter. Hier kann es lokal dann eben zu Starkregen und kurzzeitigen Überflutungen kommen, nicht großflächig eben da, wo die Gewitter eben ziehen. Der violette Bereich ist eben der Bereich mit diesem ganzen Starkregen und Dauerregen bis am Donnerstag. Hier wird das meiste runterkommen. Und auf unseren Bereich runtergebrochen wird das vor allem der Süden NRWs sein, sprich Eifel, dann auch Richtung Rheinland-Pfalz, Hunsrück, Westerwald, Rheinland und auch Teile des Ruhrgebiets. Die werden richtig, richtig viel Regen abbekommen. Nachfolgend dann eben auch der äußerste Südwesten Deutschlands. So. Und jetzt gehen wir mal durch, wie das wohl voraussichtlich ziehen wird. Wir starten mit Nordrhein-Westfalen heute Morgen um 5 Uhr. Erster Regen dann schon eben von der Eifel bis ins Rheinland angekommen und wird dann so grob nördlich von Mönchengladbach und eine Linie Essen und auch im Siegerland sein. Nördlich davon meist noch trocken. Circa gegen 7 Uhr zieht der Regen dann auch hoch ins Münsterland und ins nördliche NRW. Es schüttet hier teilweise wirklich aus Kübeln und ergiebig. Richtung 10 Uhr dann. Von Osten langsam erste Auflockerungen möglich. Im Siegerland, Richtung Sauerland und Ostwestfalen dann Schauer. Nach Westen hin zieht dann dieser Dauerregen langsam aber sicher ab. Es folgt dann bis zum Mittag eine Zone, wo es teils aufgelockert sein kann. Auch einzelne Schauer dann eben vom Sauer- und Siegerland Richtung Ostwestfalen möglich. Richtung Aachen noch längere Zeit am Regnen. In Niedersachsen startet der Regen dann Richtung 9 Uhr, kommt dann eben dann aus NRW hochgezogen, liegt dann so vom Göttinger Raum über Groß-Württemberg,
Raum Hannover Richtung Osnabrück, Vechta und hoch bis ins nördliche Emsland und die Grafschaft Bentheim. Nordöstlich davon meist noch recht freundlich und das wird dann auch gegen Mittag langsam aber sicher hochziehen. Dann werden wir schauerartig verstärkten Regen haben von der Lüneburger Heide in etwa über den Zellerraum Bremen bis über Oldenburg und in Teilen des Emslandes. Nördlich davon Richtung Küste meist noch trocken, aber dicht bewölkt. Südlich davon ebenfalls dicht bewölkt, aber dann schon wieder trocken. Dann der Nachmittag und dann mit Blick Richtung Abend auch. Es wird wohl die freundlichste Ecke sein am Nachmittag. Von der Elbe Richtung Ost, Niedersachsen, in NRW dann wieder teils ergiebiger Regen, vor allem in der Westhälfte NRWs. Von Osten drücken langsam aber sicher erste Schauer und Gewitter rein, teils auch schon ergiebig. Der Wind dann eben aus nördlichen Richtungen meist noch schwach bis mäßig unterwegs, in Schauernähe auch mal stürmisch. Die Temperaturen dann mit dem wohl meisten Sonnenschein im östlichen Niedersachsen. Mit bis zu 28 Grad an der Grenze zu Sachsen-Anhalt, ebenso auch an der Elbe. Je weiter wir Richtung Regen kommen, umso tiefer fallen dann auch die Temperaturen auf meist nur noch 17 bis 20 Grad. Gehen wir dann weiter. Am Abend breiten sich dann die Gewitter langsam Richtung Ruhrgebiet, Niederrhein und Ostwestfalen sowie auch ins Münsterland aus. Auch in Göttingen werden dann erste teils kräftige Gewitter auftauchen. Nördlich davon noch meist ruhig, teils dicht bewölkt, Richtung Elbe auch noch länger freundlich. Dann Richtung ca. 22 Uhr in etwa werden dann auch die Gewitter langsam das Emsland erreichen, den Osnabrücker Raum, auch den Großraum Hannover und den Harz. Es ist dann lediglich noch aufgelockert Richtung Elbe und teilweise auch noch ein bisschen Richtung Nordsee. Ansonsten hier regnet es dann teilweise ergiebiger und vor allem dann auch über Nordrhein-Westfalen teils recht heftig. Gehen wir dann in die Nacht rein. Ich habe jetzt mal das Aromenmodell rausgesucht. Das stellt das ganz gut dar. Diese Linie bleibt nämlich dann stehen in etwa von der Lüneburger Heide. Da beginnt es dann auch ein bisschen zu regnen. Dann einmal quer über Niedersachsen hinweg und vor allem hier in Nordrhein-Westfalen, das heißt vom Rheinland hoch Richtung Münsterland, sehr kräftiger, teils ergiebiger und gewittriger Dauerregen eben dann in der Nacht auf Mittwoch. Das europäische Modell hat dann für den Mittwoch selber diese Linie immer noch drin. Sie rutscht ein bisschen und kippt ein bisschen rüber und erstreckt sich dann grob von Hamburg über Bremen, Oldenburg und dann mit dem dicken Kloß hier eben in Nordrhein-Westfalen, sprich Eifel, Rheinland, Ruhrgebiet mit den stärksten Niederschlägen. So ähnlich sieht das dann am Mittwoch wohl aus. Wir werden also mit sehr kräftigen, teils unwetterartigen Gewittern rechnen müssen, von der Elbe runter bis an den Teutoburger Wald und südlich des Teutoburger Waldes dann eben mit diesem Dauerregen, der dann auch mit Gewittern daherkommt, teilweise auch mit Hagel, mit Sturmböen. Also hier richtig ungemütlich und vor allem besteht dann auch hier Hochwassergefahr, vor allem an den Flüssen, an den Bächen. Das ist alles eh schon sehr voll, die Böden sind gesättigt, hier läuft jeder Tropfen dann direkt in die Flüsse und die können das natürlich nicht aufnehmen. Und das Ganze fließt dann am Ende auch in den Rhein hinein und hier werden dann auch die Pegel steigen. Das heißt, rechnet dann am Mittwoch mit vollen Kellern, mit steigenden Flusspegeln, mit unpassierbaren Straßen, vor allem dann auch in der Eifel Richtung Rheinland und dann auch Richtung Ruhrgebiet, Richtung Siegerland, Westerwald runter, auch Richtung Hunsrück, da eben die größte Gefahr für Hochwasser. Im Tagesverlauf wird das Ganze dann nach Westen abziehen, von der Nordsee runter bis in die Eifel, dann weiterhin ergiebiger Starkregen, teils gewittrig, teils auch mit Sturmböen, mit Hagel. Nach Osten lockert es dann langsam aber sicher auf und hier wird es dann auch trockener sein. Die Temperaturen nur noch im hochsommerlichen Bereich Richtung Lüneburger Heide an der Grenze zu Sachsen-Anhalt, ansonsten meist im deutlich kühleren Bereich 17 bis 21 Grad. Gibt es dann eben in der Westhälfte. Der Donnerstag, dann grob über dem Daumen gepeilt, eben noch mit großen Unsicherheiten, was den Regen betrifft, sieht aktuell doch relativ okay aus und was diese Hochwasserlage betrifft, harmloser. Es gibt noch einzelne Schauer von der Eifel bis zum Niederrhein hoch und auch im Rheinland. Ansonsten
wohl überwiegend trocken und auch schon wieder recht warm, vor allem rund um die Elde und dann eben auch Richtung Heide. Die Niederschlagssummen jetzt von den einzelnen Modellen sehr unterschiedlich noch gerechnet, aber im Kern doch recht ähnlich. Wir sehen hier eben im südlichen, südwestlichen NRW den meisten Regen nach dem amerikanischen Modell, fallen dann hier bis Donnerstag 100 bis 120 Liter auf den Quadratmeter. Besondere Situation eben am Rhein, weil es dann auch nachfolgend im Südwesten anfängt, sehr ergiebig zu regnen. Das heißt, hier läuft erst das Wasser in NRW eben im Rhein zusammen, später dann auch vom Oberrhein eben hoch. Und da wird dann also mächtig viel Wasser in den Rhein kommen. Das europäische Modell hat dann wirklich unter allen Modellläufen den Vogel abgeschossen. Hier werden in der Eifel und im Rheinland teils über 200 Liter auf den Quadratmeter eben gerechnet binnen 48 Stunden. Das ist schon wirklich sehr gefährlich, das Ganze. Auch Richtung Teutoburger Wald sind dann hier bis zu 110 Liter pro Quadratmeter drin. Beispielsweise in der Grafschaft sind es dagegen nur 60 und Richtung Elbe. Da muss man sagen, ist das alles noch sehr unsicher. Auch hier wird lokal viel runterkommen, eben in den Schauern und Gewittern. Deswegen hatte ich ja den Bereich auch größer gefasst. Wird hier jetzt nicht unbedingt erkannt, können so Modelle auch schlecht eben wissen, was dann da sehr lokal passiert. Hier geht es ja überwiegend um den Dauerregen. Der Vollständigkeit halber auch nochmal das deutsche Modell angeschaut. Auch hier der Schwerpunkt ganz klar im nordrhein-westfälischen Raum, vor allem Richtung Eifel und Rheinland eben und dann auch weiter Richtung Südwestdeutschland. 100 bis 130 Liter in den nächsten 48 Stunden dann von der Eifel bis ins Rheinland, die da eben erwartet werden. Es ist eine Lage, die ist vor allem rund um den Rhein und Richtung Eifel, Westerwald, Hunsrück, sehr gefährlich. Überflutungen, volle Keller, Land unter im Prinzip. Achtet auf euch, passt auf euch auf und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder.